alter Verwalter! Ja, schaut euch das an, wie er quer geht. Schaut euch das an. Hi und herzlich willkommen bei Carmaniac mit dem Audi e-tron Sportback S. Letzten Endes dem ersten Elektroauto mit Werkstuning. Und eigentlich müsstet ihr euch jetzt richtig schämen dafür, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Genauso wie ich mich dafür schämen muss, dass ich euch dieses Auto zeige. Denn 80 PS reichen. Kein Schwein braucht mehr als 150 km Reichweite. Erst recht nicht so große Akkus. Und erst recht nicht 367 kW Motorleistung. Ledersitze, Sportlichkeit, Megabeschleunigung. Ja, mittlerweile muss man sich tatsächlich in der Elektromobilitätsblase fast schon ein bisschen schämen oder sagen, dass mir als Botschafter, als der ich mich in gewisser Art und Weise sehe für die Elektromobilität, nicht so wirklich mit dem identifizieren kann, was viele in dieser Elektroautoblase sagen. Denn sie predigen so ein bisschen Wasser und trinken selbst Wein. Ja, denn unter diesem Aspekt, wenn man das ja alles nicht braucht, sollte man auch nicht ins Freibad gehen, denn das Freibad aufrechtzuerhalten kostet wahnsinnig viel Energie. Dann darf man auch keine Hollywood-Filme gucken, denn so einen Hollywood-Film zu produzieren kostet wahnsinnig viel Energie. Über etwas zu schimpfen, das man selber vielleicht nicht mag oder wofür man selber keine Leidenschaft hat, ist dann dabei leicht. Aber es ist dann trotzdem geheuchelt, außer man schließt sich irgendwo im Wald in eine Holzhütte ein. Da das aber keiner macht, möchte ich mit euch gemeinsam dieses Auto ohne irgendein schlechtes Gewissen testen und sagen, ja, ich find's geil, dass wir in einem Auto sitzen, das tatsächlich eine Irrsinnspower zu haben scheint, querdynamisch sogar. Das werden wir noch austesten und ich werde natürlich auch gucken, was er so verbraucht, inwiefern er anders ist als jetzt zum Beispiel der normale e-tron oder e-tron Sportback. Denn wir sind hier ja nicht im Film Equilibrium mit Christian Bale, wo jeder ausgepeitscht oder getötet wird, wenn er Emotionen zeigt. Wir zeigen hier Emotionen bei Carmaniac mit diesem Auto und ich habe richtig Bock drauf. Und wenn ihr das auch habt, dann Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt, nicht zu vergessen zu abonnieren. Und dann legen wir jetzt los mit dem Audi e-tron Sportback S. Das sind nicht nur Rückspiegel in dieser Optik oder das S-Zeichen vorne dran, irgendwie so Show. Nein, das ist ein richtiger S und so sieht er auch aus. Wir kennen ja S- oder RS-Modelle von Audi und ich möchte gar nicht so wahnsinnig detailliert auf die Optik des Autos eingehen, denn so viel ist nicht anders als beim normalen Sportback und den habe ich euch schon vorgestellt. Unten in der Beschreibungsbox findet ihr einen Link zu dem Video. Ich zeige euch aber, was hier anders ist. Zum Beispiel die fetten Bremsen, die schon serienmäßig so kommen, entweder in schwarz lackiert oder ohne Aufpreis auswählbar in diesem Gelb oder Orange. Ich würde die hier nehmen, dadurch sieht er schicker aus. Und vorne haben wir hier natürlich eine S-Gestaltung, S-Line Exterieur, beziehungsweise es ist ja ein S, nicht nur S-Line. S-Line gibt es auch für den normalen Sportback, hier in diesem Fall ist es halt natürlich automatisch mit dabei. So zum Beispiel halt eine anders gestaltete Stoßstange und Matrix-LED-Scheinwerfer serienmäßig, sollte aber auch, denn der Wagen ist nicht ganz günstig, dazu gleich mehr. Also, das habt ihr schon mal gratis, S-Line-Paket, die großen Bremsen und die Matrix-LED. Und dann noch optisch eine Sache, die wir hier sehen, das hier, denn das ist der erste S in der Geschichte von Audi, der tatsächlich eine breitere Karosserie hat als sonst, nämlich 23 mm breiter. Das ist normalerweise nur den RS-Modellen vorbehalten und hier in diesem Fall hat man das und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das wirkt ziemlich geil. DC-Laden geht hier, AC-Laden geht auf der anderen Seite oder ihr könnt auch hier AC laden, aber nur hier DC. Und das hat den Vorteil, dass ihr je nach Ladesäule in der Stadt aussuchen könnt, wie ihr ranparkt. Das ist schon eine ziemlich coole Nummer. Jetzt noch zu den Felgen ein Wort. Nämlich könnt ihr bei den Reifen oder den Felgen besser gesagt sogar bis 22 Zoll raufgehen. Das hier sind 21 Zöller, welche wahrscheinlich die besten sind für Effizienz. Die 22 Zöller machen natürlich eine geile Show. Allerdings solltet ihr bedenken, dass selbst beim normalen e-tron zwischen 19 Zöllern und 21 Zöllern tatsächlich extrem große Unterschiede vorhanden sind, was die WLTP-Reichweite angeht. Also überlegt euch, was wollt ihr, Show oder wollt ihr Reichweite?
Auch beim Heck kann eigentlich nur der Kenner wirklich sehen, dass es sich hier um die S-Variante handelt, mal abgesehen von diesem geilen e-tron S-Schriftzug hier. Der Kofferraum, das hatten wir ja auch schon behandelt im Hauptreview, hat hier durch die herabfallende Dachlinie weniger Kofferraumvolumen als beim normalen e-tron. Hier sind es 615 Liter. Hatten wir ja wie gesagt alles schon. Was aber natürlich super auffällig ist für Kenner und auch natürlich das i-Tüpfelchen, ist diese 23 mm breitere Karosserie, weil das sieht man schon, ja, diesen wuchtigen Hintern von hinten. Das seht ihr jetzt hier eingeblendet, wie dieses Auto wirkt. Das macht er ja schon sowieso beim normalen Sportback durch diese lange beleuchtete Lichtleiste, die die beiden Heckleuchten miteinander verbindet. Aber dann noch zusätzlich mit diesen ausgestellten Radkästen sieht das halt natürlich schon echt nice aus. Das muss ich echt sagen. Und natürlich nicht zu vergessen dieser Spoilerlippe, die hier nochmal ebenfalls ein i-Tüpfelchen gibt. Also optisch fällt mir momentan ehrlich gesagt nicht viel ein, was mir mehr zusagt als der e-tron Sportback in der S-Variante. Da ist der normale e-tron da tatsächlich schon bieder dagegen. So, auch beim Innenraum gilt selbiges wie außen. Bitte, wenn ihr alles Detaillierte über das System erfahren möchtet, die Bedienbarkeit, die alles, dann guckt mein Review zum Sportback e-tron oder zum normalen e-tron. Ich habe ein Ladevideo, ich habe ein Reichweitenvideo. Denn für die, die das schon gesehen haben, und das wird die Mehrheit sein, wird es vielleicht ein bisschen anstrengend, wenn ich alles nochmal erzähle. Es gibt nur ein paar Unterschiede, auf die möchte ich eingehen. Einmal natürlich S-Line, Anterieur wie auch Exterieur logischerweise, beziehungsweise in dem Fall S, nicht nur S-Line. Das ist natürlich gratis, was man beim normalen Sportback obendrauf bezahlen muss. Da haben wir hier das S-Logo im Lenkrad, hier nochmal auf dieser Armablage, die beledert ist. Und die Sitze natürlich, da gibt es zwei Arten von Sitzen, die Supersportsitze und die normalen Sportsitze. Die Supersportsitze sind die, die man hier sieht. Und die haben dann den Nachteil vielleicht, dass man die Kopfstütze in der Höhe nicht verstellen kann. Bei den normalen Sportsitzen kann man das. Allerdings sind die Sportsitze gratis, die müssen beim Sportback auch zusätzlich bezahlt werden, wenn man sie haben möchte. Hier kosten die Supersportsitze 985 Euro Aufpreis, 1600 sind sie im Aufpreis, wenn man den normalen Sportback nimmt. Das heißt, hier sieht man schon, hier ist man preislich sozusagen im Vorteil, wenn man das so sagen kann, denn der Wagen kostet im Grundpreis 96.000 Euro. Das sind 13.000 Euro mehr als der normale Sportback. Und das ist schon eine ganze Stange Geld. Aber wie gesagt, es ist schon einiges mit drin, wie zum Beispiel eben das große Navi ist serienmäßig. Es ist eine wunderschöne Anmutung. Ich habe das schon immer im e-tron gelobt. Er ist jetzt nicht besonders futuristisch, aber wunderschön wie ein A8 von innen, einfach mit der ganzen Digitalität. Einzig schade finde ich, dass das hier zum Beispiel, okay, es ist kein Hartplastik, sah so aus, es ist weich. Sieht aber ein bisschen wie Hartplastik aus und hier oben, das ist halt relativ hart. Mein Gott, aber die Innenraumanmutung ist schon toll. Das hätte man hier nur optisch anders lösen können, weil ich das nicht besonders schick finde. Zum Beispiel so mit Alcantara oder mit so einem Leder-Lookalike oder sowas. Ansonsten viele Ablagemöglichkeiten, hier Mittelarmlehne, alles drum und dran. Wie gesagt, guckt mein Video. So viel zum Innenraum. Jetzt möchte ich nämlich noch wissen, wie der Wagen sich darin verhält, was hier eigentlich Kernaspekt ist, nämlich in der Performance. Zusätzlich möchte ich aber noch eine kleine Info geben. Wir haben hier praktischerweise, falls ihr drei Kiddies haben solltet, drei Isofix-Punkte, also zwei hinten und nochmal zwei hier vorne, sodass ihr tatsächlich drei Kindersitze anbringen könnt. Also, wir werden auch nochmal auf der Audi Driving Experience Rennstrecke fahren, wie ihr das ja schon am Anfang des Videos gesehen habt, um mal zu gucken, was denn dieses Ding abseits des Verkehrs kann. Aber primär interessiert natürlich auch einen Kaufinteressenten wie vielleicht euch, inwiefern sich der e-tron Sportback S von, also zum normalen Sportback oder gar e-tron unterscheidet in Sachen Fahrkomfort zum Beispiel. Da gibt es nämlich einen schon wirklich extrem großen Unterschied. Hier wurde komplett alles umgeworfen. Und was da genau gemacht wurde, das erkläre ich euch am besten mal am Modell. Allerdings in zwei Teilen, denn einmal was Fahrdynamik angeht und einmal was die Basics angeht. Zu den Basics kommen wir jetzt. Und zwar, wer jetzt denkt, dass der e-tron ganz einfach nur, also in der S-Variante, ein bisschen mehr Power hat und geupdatet wurde, wie klassisch bei einer Kennfeldoptimierung beim Verbrenner, der irrt sich, denn das hier ist etwas komplett anderes, auch wenn der Wagen an sich fast genauso aussieht. Und zwar ist es so, der normale e-tron hat ja als Primärmotor hinten 165 kW, vorne 135.
kommt auf 300 kW insgesamt. Hier ist es komplett anders. Hier haben wir zwar hinten trotzdem den Primärmotor, aber aufgeteilt in zwei Motoren, nämlich zweimal 135 kW hinten und vorne nochmal 150 kW, die wir hier sehen. Und so haben wir in der Symbiose eben knapp 370 kW über 500 PS, was natürlich schon auf dem Leistungs- oder auf dem Datenblatt einen großen Vorteil verschafft und natürlich auch längsdynamisch und auch in der Höchstgeschwindigkeit, denn wenn auch nicht allzu viel mehr, schafft er trotzdem 10 km/h mehr als der normale e-tron, nämlich 210 km/h Topspeed und ist damit neben Tesla, also Model S und Model X und auch Model 3, das schnellste Elektrofahrzeug, weil die meisten unter oder bei 200 km/h reglementiert werden. Der Akku ist ganz genau der gleiche wie auch beim normalen e-tron, bei der geupdateten Variante, nämlich 86,5 kWh, nicht die 83, die er noch anfänglich hatte und natürlich den 150 kW Ladeleistung über den CCS-Port. DC hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite haben wir tatsächlich AC. Also daran sieht man, dass hier wirklich extrem viel gemacht wurde und im zweiten Teil, jetzt dann später im Video, werdet ihr sehen, was noch gemacht wurde, was den Wagen eben noch spezieller macht. So, dann wissen wir das jetzt auch. Also es ist hier wirklich alles grundverschieden. Trotzdem natürlich für die Effizienz, wie ich ja gerade erklärt habe, ist der Heckmotor oder die Heckmotoren in diesem Fall sind ja die Primärmotoren. Das bedeutet, man kann effizienter fahren. Jetzt ist es natürlich so, dass laut WLTP der Verbrauch oder die Reichweite, besser gesagt, des Sportback S schon krass weniger ist als die WLTP-Angabe des normalen Sportback, nämlich um 80 Kilometer weniger. 360 sind es hier, 440 sind es beim normalen Sportback. Jetzt möchte man aber natürlich nicht immer auf Krawall fahren, ist ja klar, ne? Da ist es natürlich interessant zu wissen, gut, was kann ich denn an Effizienz rausholen, wenn ich zum Beispiel mit der Familie unterwegs bin. Und ich habe ihn jetzt mal genullt, fahre hier auf der Landstraße, fahre, wie ihr seht, überhaupt nicht dynamisch, sondern so relativ konstant. Und der Verbrauch liegt so bei, ja, 20 bis 28 Kilowattstunden, fahre aber, habe aber schon eine ganze, also noch nicht so lang genullt. Das heißt, jedes Hochbeschleunigen quittiert er mir hier. Aber bei dynamischer Fahrt müsst ihr mit zwischen 25 und 30, bei sehr dynamischer Fahrt 35 Kilowattstunden rechnen. Ich weiß, dass das jetzt einige wieder, wie schon beim normalen e-tron, in den Kommentaren zerreißen werden, weil Effizienz und warum braucht man sowas? Ja, es ist halt ein Familienauto, das aber auch ein ausgetüfteltes System hat, um wirklich auch mal die Sau richtig rauszulassen. Und ich meine nicht die Sau rauszulassen, wie man das mit einem EQC macht oder mit einem normalen e-tron, die ja schon Power haben, aber trotzdem irgendwie nicht so darauf abgestimmt sind, sondern wirklich richtig die Sau rauszulassen. Und wie sehr man die Sau mit diesem Auto rauslassen kann, möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe natürlich auch die Beschleunigungswerte gemessen, geguckt, ob er das schafft, was Audi behauptet und vor allem, ob er sich wirklich driften lässt, wie da behauptet wird. Und das seht ihr jetzt. Sportliches Fahren auf der Landstraße ist ja das eine, aber sportliches Fahren da, wo man wirklich nicht auf den Verkehr achten muss, ist das andere. Und da ist das Fahrverhalten tatsächlich sehr wichtig. Manche Menschen fahren ja auch aus Hobby auf die Rennstrecke und das ging bislang mit Elektroautos nicht so wirklich gut und das soll jetzt anders sein beim Audi e-tron Sportback S. Und zwar so, dass der Fahrspaß maximal verfügbar ist und das probieren wir hier direkt mal. Alter Verwalter! Ein Quattro, der so in den Drift geht in der Kurve, das ist schon echt hart. Also das ist schon wirklich, da muss ich sagen, das ist schon wirklich ein echt krasser Spaßfaktor, Leute. Also ich bin gerade wirklich sehr, sehr überrascht, weil es gibt halt keine Auswahl an Performance-Fahrzeugen im Elektroauto-Bereich und schaut euch das an, wie er quer geht. Schaut euch das an. Ja, leck mir am Arsch. Oh, mein Handgelenk. Oh, ich habe ein entzündetes Handgelenk, weswegen ich teilweise nicht so gut die chronische Entzündung Borreliose, Zeckenbiss als Kind, hat mir jetzt ziemlich reingehauen, aber es macht halt auch echt Spaß. Seht ihr, wie man arbeiten muss, um das Auto auch wieder wirklich in den Griff zu kriegen? Das ist schon echt sensationell. Schaut euch das an. Es hat sogar meine richtig stabile Kamera. Einfach verzogen, ich pack's nicht.
Ich pack's nicht. Warum konnte ich jetzt eigentlich so driften, obwohl das ein Allradsystem ist? Diese Frage stellt ihr zu Recht und die habe ich mir auch gestellt. Und die Erklärung ist einleuchtend, aber das ist auch ein einzigartiges System. Stichwort elektrisches Torque Vectoring. Torque Vectoring kennen wir schon, aber dieses elektrische Torque Vectoring ist in Serienfahrzeugen tatsächlich nur hier verbaut. Und das ist doch wirklich sehr, sehr ausgeklügelt, was man hier mit dem S-Modell hat. Gehen wir mal nach vorne. Da haben wir zum Beispiel ja den 150 kW Motor, wie ich euch das erklärt habe, den Sekundärmotor, wenn man so will, weil wir ja überwiegend mit dem Heckantrieb fahren, also oder mit den Motoren hinten, um effizienter zu sein. Dieser Motor hat seine Leistungselektronik, um eben die Kraft an die Räder zu verteilen. Diese Motoren hinten, also mit jeweils 135 kW, haben auch ihre Leistungselektronik, und zwar jeder Motor per se. Ja, sodass eben die Kraft auf die Räder dementsprechend verteilt werden kann, unabhängig voneinander. Beispiel, ihr fahrt auf einer Geraden über eine Eisscholle mit der rechten Achse oder mit der rechten Seite des Fahrzeugs. Dann kann sofort quasi die Power weggenommen werden, damit wir eben nicht durchdrehen auf der Eisscholle. Und das ist letzten Endes der Vorteil dieses Systems in solch einer Situation. Aber wenn ihr so wollt, könnt ihr sagen, dass ihr mit dem e-tron S Sportback oder normalen e-tron quasi das Beste aus allem habt. Also ihr habt geradeaus fahrend ein offenes Differential, in die Kurve fahrend ein Sportdifferential, wie das auch Hot Hatches haben aus dem Verbrennerbereich, so Seat Leon Cupra zum Beispiel. Wenn ihr dann aber am Leistungsmaximum fahrt, wie wir gerade das auf der Rennstrecke gemacht haben, dann habt ihr, wenn ihr so wollt, eine geregelte Quersperre hinten, wie das auch Porsche verwendet oder BMW für seine M-Modelle, nicht zuletzt für den M5, welcher ja als erster M überhaupt einen zuschaltbaren Allrad hat. Und das sind diese sogenannten Drift-Modes. Hier muss man aber keinen separaten Knopf drücken. Hier macht ihr einfach nur das ESP aus und könnt dann eben so driften, wie ihr das gerade gesehen habt. Und das ist das Tolle daran. Und wenn man jetzt sagt, ja, okay, ist aber nur softwareseitig und ich mag ja mehr ein mechanisches Sperrdifferential. Ja, aber die Software ist tatsächlich in jeglicher Hinsicht besser hier, denn die Latenzzeit ist viel, viel geringer durch die Software und es kann viel, viel schneller reagiert werden. Und das ist ein enormer Vorteil in jeglicher Situation, wie ich das ja gerade erklärt habe, und zeigt, wie ausgeklügelt das ganze System ist und dass man sich hier hingesetzt hat, wirklich die Hausaufgaben gemacht hat, um wirklich ein S-Modell daraus zu machen und nicht nur S vorne dran zu klatschen und optisch zu sagen, das ist ein S mit einer breiteren Spur, sondern alles, was eben die Verteilung der Motoren angeht, aber dann natürlich auch die Verteilung der Kraft an die verschiedenen Reifen und oder Räder und natürlich auch die Tatsache, dass wir hier ein viel größeres Raddrehmoment möglich haben durch dieses elektrische Torque Vectoring als zum Beispiel über ein normales mechanisches Sperrdifferential. Wo, wenn nicht hier, auf dieser traumhaften Geraden bei der Driving Experience hier von Audi, kann man die Beschleunigung testen. 4,5 Sekunden werden angegeben beim e-tron Sportback S. Und schauen wir mal, wie er das schafft, und werten auch die restlichen Beschleunigungswerte aus. Los geht's. Jetzt mit offenem Fenster. Wir machen das Ganze jetzt nochmal in die andere Richtung, um einen Mittelwert zu bekommen. Aber vom Antritt her ist das schon ein enorm großer Unterschied zum normalen e-tron Sportback. Ganz speziell von unten raus ist das wirklich ganz, ganz anders. Boah. 4,2. Also wir unterbieten hier mit dem GPS-Messgerät tatsächlich den Wert, den Audi angibt mit 4,5 Sekunden, und das ist schon wirklich extrem gut. Jetzt möchte ich noch wissen, wie die Zwischenbeschleunigung ist von 60 auf 100 und von 80 auf 120. Für diesen Test fahre ich ungefähr 60-70 km/h und drücke dann durch, und zwar jetzt. 2,6 Sekunden von 80 auf 120, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Der NIO ES6 Performance mit seinen 544 PS hat mit seinen 400 kW Motorleistung hier 2,3 Sekunden geschafft, ist also nur einen Wimpernschlag schneller. Das ist schon echt extrem. Jetzt gucken wir uns 60 auf 100 an. Ausgangsgeschwindigkeit knappe 50 km/h, fiktives Überholmanöver, jetzt 2 Sekunden. 1,3
8, 9 waren es beim NIO ES6 Performance. Und das ist schon wirklich krass. Das ist schon wirklich extrem schnell. Und es wird kaum einen Verbrenner geben im Rückspiegel, der bei Landstraßenüberholmanövern hinten an euch dran klebt. Aber das ist schon extrem. Man merkt schon wirklich sehr deutlich den Unterschied zum normalen e-tron. Und ich würde fast behaupten, dass man mit keinem anderen Elektroauto wirklich, wenn man es mal drauf anlegt, auf einer abgesperrten Strecke so viel Spaß haben kann. Natürlich auch mal auf einer leeren Landstraße, wenn ihr da seht, dass da keiner kommt und da sind enge Kurven, könnt ihr, jetzt ist ja euch überlassen, genauso viel Spaß haben. Und das ist schon ein extremer Faktor. Ist jetzt natürlich die Frage, ob es euch 13.000 Euro Aufpreis wert ist zum normalen e-tron Sportback, denn genau das ist der Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen. Ich habe euch ja schon anfangs gesagt, beim Außencheck, dass zum Beispiel immerhin schon die Bremsen mit dabei sind, das S-Line-Paket, natürlich auch das Fahrwerk, was beim normalen Sportback ja nochmal einen Aufpreis kostet. Das heißt, die Aufpreisliste bei diesem hier ist nicht so extrem wie halt eben beim normalen Sportback, weil ja schon einfach sehr vieles mit dabei ist. Trotzdem ist das nicht wenig Geld, knapp 100.000 ist natürlich ein stolzer Einstiegspreis, muss man schon so sagen. Auf der anderen Seite fahren ja auch sehr viele X5M, SQ7, RSQ8, was weiß ich nicht rum, die müssen ja auch bezahlt werden. Und also für die Schicht, die sich dieses Auto leisten kann, ist der Preis, glaube ich, nicht das K.O.-Kriterium für das, was man hier geboten kriegt. Denn verglichen mit einem Diesel SQ7 zum Beispiel, ja, ist das hier halt schon wesentlich krasser, ja, was man hier geboten kriegt mit diesen 507 PS oder 397 Kilowatt, 367 Kilowatt, Verzeihung. Das ist schon wirklich nicht zu unterschätzen. Was ich aber bemerke, ist tatsächlich ein Unterschied in Sachen Fahrwerk zum normalen Sportback, der ja trotz dessen, dass er das Sportback ist und erst recht der normale e-tron, sehr weich und komfortabel abgestimmt sind. Da merkt man hier schon den Unterschied, weil beim Fahrwerk ja eben hier zwar genau dasselbe verbaut ist wie optional beim Sportback, wenn man das härtere Fahrwerk wählt, aber halt eben mit einer anderen Kennlinie. Das heißt, diesen Unterschied merkt man. Man hat so das Gefühl, also ich hatte mir immer mit dem e-tron das Gefühl, dass ich so über die Straße geschwebt bin. Das habe ich hier nicht. Also ich habe hier ich spüre diese Verbindung zwischen Reifen und Fahrbahn, was ich beim e-tron nicht gespürt habe. Also es ist ein bisschen weniger ruhig hier zu fahren. Trotzdem kann man sehr ruhig damit fahren, gar keine Frage. Ich meine, wir fahren jetzt 40 km/h zum städtischen Cruisen, aber er fühlt sich ein bisschen unruhiger an, tatsächlich von der Akustik sowie auch vom Fahren her als der normale Sportback. Aber das nimmt man ja in Kauf, wenn man eine Sportversion von etwas kauft. Ist ja so. Wenn man jetzt mal aber auf der Landstraße dynamisch fährt, dann merkt man es auch schon sofort. Ja, also allein schon an der Wankung, an der Neigung in der Kurve merkt man, dass dieses Fahrwerk viel straffer ist und auch die Lenkung eine viel größere Direktheit hat und man einfach mehr dieses Feedback kriegt, beziehungsweise das Auto das macht, was man will, und zwar mit jedem Zentimeter eines Lenkraddrehers. Und das ist natürlich schon wichtig bei dynamischer Fahrt. Hier unterscheidet er sich halt eben, wie gesagt, zum normalen e-tron definitiv. Da braucht man gar nicht zu diskutieren. Und ja, also wenn man im normalen Komfortmodus ist und man sagt, okay, ich möchte hier überholen und drückt durch, merke ich auch nicht so einen wirklich großen Zuwachs in der Power. Dafür gibt es aber dann halt den Drive Selector, wie gesagt, dann geht man in den Dynamic Mode, zieht nochmal diesen Schalthebel nach hinten auf S, ja, und wenn man dann durchbeschleunigt, dann ist was ganz anderes, ja. Also für Überholmanöver würde ich tatsächlich das empfehlen und auch für Spaßfaktor, weil es halt einfach krasser ist. Ich würde allerdings das Stabilitätsprogramm so auf öffentlichen Straßen nicht ausschalten, weil so sehr am Maximum solltet ihr nicht fahren, denn das Auto ist schon wirklich krass querdynamisch ausgelegt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier bergabwärts fahren, so wie in diesem Fall, und vom Gas gehen, können wir hier auch mit den Schaltwippen, wie auch schon beim normalen e-tron, die Reku-Stufe einstellen. Rekuperation, das will ich jetzt auch gar nicht wiederholen, sondern hier hervorstellen, dass die, jetzt haben wir hier wieder so eine Kurve, wie lässt sich die fahren? Ja, schön. Aber er quietscht relativ früh mit den Reifen, muss man sagen. Dass hier die Rekuperation tatsächlich stärker ist als beim normalen e-tron. Beim normalen e-tron liegt die bei 230 kW, mit denen er maximal rekuperieren kann. Und hier wird sogar stärker rekuperiert als in der Formel E. In der Formel E sind es 250 kW Rekuperationspower, hier sind es 270. Am meisten nutzt man natürlich diese Power aus, wenn ein Ortsschild endet und man von 50 einfach mal hoch beschleunigen will. Und da merkt man richtig krass den Unterschied. Ja, also es waren irgendwie gefühlt 3 Sekunden von 50 auf 100, was ja auch gut hinkommt, sogar noch weniger. Und das ist ein Punkt, der wichtig sein kann für den e-tron, denn der EQC, der hat tatsächlich mehr Bums als der e-tron. Trotz dessen, dass beide 408 PS haben,
ist der EQC einfach kräftiger, weil ja hier der Primärmotor arbeitet, hinten normalerweise und auch hier natürlich, nur hier sind es zwei. Und der EQC von Mercedes ist halt einfach wirklich kräftiger im Antritt, im Gegensatz zum e-tron. Hier allerdings ist es natürlich anders, weil wir hier fast 100 PS mehr haben. Also wenn ich hier drauf latsche, boah, prügelt der vorwärts. Also ist schon wirklich ordentlich Kakao. Und so muss das natürlich sein, wenn man Wert auf Längsdynamik und natürlich auch auf Querdynamik legt. Also da haben sich die Audi-Ingenieure schon wirklich etwas ausgedacht, muss man ganz klar sagen. Allerdings ist er natürlich nicht günstig, ne? Etwas, das ich wirklich super finde, mal abseits von der S-Thematik, was ja auch der normale Sportback kann, ist der Autopilot. Ja, also der Autopilot, das teilautonome Fahren. Erstens, das wie er lenkt, ist wirklich super geschmeidig. Und zweitens, dass er mich vor dem Kreisverkehr abbremst, Leute. Schaut euch das mal an. Ich mache gar nichts. Ich drücke nicht auf die Bremse, nicht aufs Gas. Klar, der vor mir fährt. Aber das liegt nicht daran, sondern daran, dass er anhand der Navi-Daten sieht, okay, hier kommt ein Kreisverkehr oder, oh, hier kommt ein Tempolimit, zum Beispiel von 100 auf 70 runter. Ja, und dann liest er ja die Verkehrsschilder. Das ist ja das, was ich bei Tesla so sehnsüchtig vermisse. Einmal natürlich eine Schilderkennung. Und an und mir ist auch egal als Kunde, warum das nicht an Bord ist, weil Streit oder Mobileye nicht und Mobileye das. Hier gibt es das und das ist halt schon ein positiver Aspekt, weil er, selbst wenn man frei fährt, dafür sorgt, dass man kein Tempolimit verpasst. Denn kaum kommt eins, liest es die Kamera, sieht, ah okay, 70 und bremst mit dem Tempomaten runter. Genauso wie wenn man in die Stadt reinfährt, bremst er einen halt auf Stadtgeschwindigkeit runter. Und noch viel besser finde ich, dass man dann aber trotzdem das System überstimmen kann. Das heißt, wenn ich da sehe, okay, das ist, keine Ahnung, ich möchte statt 50 trotzdem 70 fahren, aus welchem Grund auch immer, nur mal beispielhaft, dann kann man hier trotzdem mit dem Tempomaten das einstellen. Bei Tesla zum Beispiel oder auch bei vielen anderen ist es so, dass man eine 10 km/h Toleranz hat und die kann man nicht überschreiten. Zum Beispiel, weil ein altes Schild ist oder man auf dem eigenen Grundstück fährt und da ist ein Tempolimit, keine Ahnung, völlig egal. Man kann eben das System überstimmen und es bestimmt nicht über mich. Und das ist wirklich top. Was ich nicht top finde an der ganzen Sache ist, dass wenn er mir sagt, wieder das Lenkrad berühren, nach so ungefähr 10 Sekunden, dann reicht es nicht, wenn ich die Hand hier hin tue oder so mache oder so mache. Ich muss halt schon wirklich richtig bewegen dafür, dass er dann halt wirklich registriert, dass ich noch da bin. Das finde ich ein bisschen schade, denn sonst wäre dieses Paket eigentlich nahezu perfekt, was eben den Support für den Fahrer angeht. Das Thema Laden ist beim e-tron natürlich auch kein unwichtiges. Schließlich verbraucht er ja relativ viel, viel Performance, viel Verbrauch. Und da kann er über CCS, wie wir das hier sehen, an einem solchen Hypercharger 150 kW ziehen. Da ändert sich zu den normalen e-trons oder e-tron Sportbacks überhaupt gar nichts. Das Tolle, er schafft es, diese Ladeleistung sehr lange zu halten, sodass er in nur 42 Minuten von komplett leer auf komplett voll laden kann. Wenn ihr dazu ein Ladevideo sehen möchtet, dann klickt einfach oben rechts und werdet weitergeleitet zu meinem Ladevideo. Und bei Typ 2 gibt es ja bei der e-tron-Reihe, also beim Wechselstromladen, eine Neuerung. Und die zeige ich euch jetzt, denn die ist sehr, sehr wichtig bei dem Auto. Nicht etwa solche praktischen Sachen wie zum Beispiel, dass wir hier einen Frunk haben, was ja die wenigsten Autos haben, außer Tesla. Und auch nicht, dass wir hier zum Beispiel auch noch einen AC-Ladeanschluss auf der linken Seite haben, DC auf der rechten Seite, sodass ihr an solchen Ladesäulen nicht erst komplett ums Auto laufen müsst, sondern hier einfach einstöpseln könnt, wie ihr seht, nur AC. Sondern ich meine tatsächlich den 22 kW Dreiphasenlader, die der Sportback sozusagen als Entree gefeiert hat und auch für den normalen e-tron verfügbar sein wird, genauso wie für diesen Kollegen hier. Wer aber sagt, ich möchte diesen Aufpreis nicht bezahlen, weil es aufpreispflichtig ist, der kriegt dreiphasig 11 kW, so wie in diesem Fall von einer Wechselstrom-Ladesäule oder einer Wallbox 11 kW. Wer jetzt aber sagt, hey, dieses Auto gefällt mir, kostet sowieso schon so viel, was macht das für einen Unterschied? Ich will den 22 kW Lader. Der muss leider warten. Und das ist eine wichtige Info, denn ab Herbst gibt es den e-tron Sportback S. Also da werden die ersten glücklichen Kunden ihre Fahrzeuge abholen können. Aber dieses Auto wird dann noch keine 22 kW können. Das heißt, wer das will, muss wahrscheinlich bis Anfang 2021 warten. Kommen wir zu einem Fazit. Und bei diesem Fazit müssen wir uns tatsächlich fragen, oder werdet ihr mich vielleicht sogar fragen, hey Chris, ist denn der S den Aufpreis zum normalen Sportback wert, der ja doch stolze 13.000 Euro beträgt, dieser Aufpreis? Und ich sage jein.
im alltäglichen Nutzen nicht. Da könnt ihr euch diese 13.000 Euro definitiv sparen, weil wenn ihr das straffere Fahrwerk beim normalen e-tron Sportback dazu nehmt, dann merkt ihr auf der Landstraße nicht wirklich einen Unterschied. Längsdynamisch aber dann natürlich schon. Beim Beschleunigen sind diese knapp 100 PS mehr sehr, sehr deutlich spürbar. Und das ist genau der Wumms, der ihm gefehlt hat, um sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen vom Mercedes EQC, der trotz der gleichen PS-Zahl ja doch flotter ist in der Beschleunigung und auch gespürt, also gefühlterweise. Der hier ändert das. Und das ist natürlich toll, wenn man ihn nutzt. Also wenn man oft gerne beschleunigt und das spüren will und man nicht will, dass der EQC einen wegschiebt und man natürlich auch ab und an mal richtig den Wagen in die Kurve fetzt, dann merkt man hier halt natürlich dieses Engineering von Audi mit der Erfahrung natürlich und diesem Torque Vectoring, diesem ausgeklügelten. Das ist halt schon echt was Feines. Also wenn ihr das Geld habt und es keinen Unterschied für euch macht, nehmt natürlich den S. Würde ich definitiv auch tun, weil man hier halt das Maximale hat, so außerhalb von Tesla Performance-Modellen, was halt performancemäßig geht. Klar verbraucht er mehr als der normale Sportback oder e-tron, weil er halt hinten eben zwei Motoren hat statt einem Motor. Und der e-tron gilt ja sowieso schon nicht besonders als effizient. Dafür ist er aber das Auto, das am schnellsten von komplett leer auf komplett voll lädt, auf 100% in 42 Minuten. Und das kann kein anderes Elektroauto. Und deswegen kompensiert es vielleicht den Mehrverbrauch und man fährt ja nicht immer wie eine Wildsau. Deswegen bei konstanter Fahrt gibt es eigentlich kaum einen Unterschied. Ich finde, ihr solltet ihn in Erwägung ziehen, wenn ihr in dieser Preisklasse unterwegs seid. Im SUV-Bereich ist er mein persönlicher Favorit geworden durch dieses S-Kürzel. Aber wie gesagt, man muss ihn sich leisten können. Und ja, er ist teuer. Und nein, ich kann halt nicht immer Seat Mii Electrics reviewen. Das ist halt natürlich die andere Seite. Aber ich mache halt auch eben solche Brot- und Butter-Autos. Ich finde, das Klientel hat es verdient, auch den mal näher gebracht zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ob ihr ihn euch leisten könnt oder nicht. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Da habe ich eine Bildserie von dem Auto gemacht, hier auf der Rennstrecke. Und da gibt es auch sonstige Stories und auch Gewinnspiele. Und auch hier natürlich, damit ich die 100.000 Abos vollkriege dieses Jahr noch. Das würde mich wahnsinnig freuen und das geht ohne eure Hilfe nicht. In diesem Sinne, vielen Dank mal wieder fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.